Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist wieder soweit, Projektstart. Christian ist noch hier und wir haben jetzt schon gestern ein bisschen angefangen. Er hat mir freundlicherweise echt geholfen. Hier so ein bisschen, also hier waren ja die Kinderzimmermöbel drin in der Ruine. Und nun haben wir hier überall Spots hingebaut, aber auch nur so schnelle Nummern, nichts Wildes, einfach nur in der Reihe, 5 Stück noch dazu. Aber ich sehe schon auf dem Film, das flackert leider. Ja, da muss ich dann mal gucken, ob ich dann mit dem anderen Strahler, dass das vielleicht ein bisschen aufhebt. Oder ich muss mit 50 Hertz mit 50 Bildern die Sekunde, vielleicht wird das ja besser. Da muss ich nochmal ein bisschen schlau machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen die Möbel schon rausgeholt und machen wir hier ein bisschen, räumen wir das Ganze ein bisschen leer. Und dann kann der Anhänger hier nämlich rein. Der Kipper, da muss der nämlich oder wird der fertig gemacht. Wir haben jetzt heute, was haben wir überhaupt, den 2. November oder so? Samstag, 2. November, glaube ich. Und das dauert aber, bis ich dabei beigehe bei dem Anhänger. Also locker noch einen Monat oder so. Aber auf jeden Fall gehört das jetzt quasi zum Start dazu des Projektes. Und dann holen wir erstmal den Anhänger rein.
der Anhänger da hinten passt nicht rein, weil die war das Tor, also die euren beiden, ja, wie nennt man das denn überhaupt? Die Scharniere, die sind, 4 cm fehlen uns insgesamt. Und selbst wenn wir ihn dann reinkriegen würden, hätten wir nur 30 cm zum drum zulaufen. Das wäre natürlich gar nichts. Also kommt er jetzt wieder raus, Kommando zurück. Dann wird die Kiste abgehoben. Also diese Geschichte hier, da kann das Fahrgestell rein, da kann ich das in Ruhe bearbeiten. Das ist ja auch das Wichtigste, weil da ist ja die Bremsanlage und alles sitzt da ja mit dran. Das kommt da mit rein. Das muss ich dann nochmal mit Sebastian nochmal machen, dann muss ich den nochmal ganz lieb fragen, ob er mir mal hilft, die Kiste da abzuheben. Und dann stellen wir die erstmal auf Böcken, die Kiste hier. Kann man Schotten ja abnehmen und so. Und dann wird die dann nochmal getrennt bearbeitet. Also ihr merkt, die Garage ist einfach zu klein. Ich brauche eine vernünftige Werkstatt. Ja, gut. Also ist erstmal wieder Kommando zurück angesagt. Und ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt in geraumer Zeit. Ein paar Wochen später stehe ich hier alleine ohne Christian unter meinem Vordach. Und it rains cats and dogs, also es regnet wie Sau. Ja, und ihr habt ja gesehen, dass mein Anhänger nicht in diese Garage passt, leider Gottes. Die hatten wir ja so schön aufgeräumt, so ein bisschen, um das Ganze vorzubereiten. Das hat ja leider semi gut funktioniert. Gut, nun müssen wir uns ja irgendwas einfallen lassen, weil eine neue Werkstatt kriege ich ja so schnell nicht realisiert. Also das soll ja eigentlich irgendwann mal platt und da habe ich mich auch schon erkundigt, was man da so einhalten muss. Größer wollte ich ja eigentlich werden, aber das wird wahrscheinlich nichts werden, das werde ich wohl nicht genehmigt bekommen. Man kann das aber so lassen, wie es jetzt ist und halt nur neu machen. Ne, im gleichen Format, da müssen aber die Fundamente stehen bleiben und da gibt es ein paar Richtlinien. Genau, das werde ich dann wohl bevorzugen, allerdings, ja, das kostet natürlich viel Geld, deswegen muss das noch warten. Und gut, so lange kann ich natürlich jetzt nicht warten mit dem Anhänger. Ich kann natürlich jetzt erstmal Ladefläche abnehmen. Und da habe ich ja das Grundgestell, das kann ich da reinschieben, kann ich bearbeiten, super. Aber ja, ist halt auch scheiße, ne? Also das Abnehmen ist nicht scheiße, aber das ist halt blöd, dass ich dann die Ladefläche da nicht reinkriege. So, gut. Ich hoffe mal, das stört mit dem Wind nicht so ganz, mit dem Regen nicht so krass, aber ich habe auch keinen Bock, da im Regen zu stehen. Auf jeden Fall hatte ich mir dann überlegt, okay, mit Christian zusammen, okay, wenn das halt nicht geht, dann müssen wir halt einen anderen Plan machen. Und da hatte ich aber schon länger mit meinem Vater auch schon mal drüber vor einer Zeit lang, da kam uns auf jeden Fall nochmal in den Sinn, dass man das Ding ja als Werkstatt umfunktionieren könnte. Und zwar ist das 3 Meter breit da vorne an der schmalen Stelle und die Gesamtlänge sind, glaube ich, 7,50 Meter oder so, was das Ding komplett lang ist vom Maß her. Das ist ja grundsätzlich eigentlich gar nicht verkehrt von den Maßen her und da könnte man ja erstmal eine Werkstatt reinmachen. Und da kommen wir jetzt nämlich zum springenden Punkt. Dazu nehme ich euch jetzt mit und zwar wird aus meinem Gewächshaus, Vogel, das war mal eine Vogelvoliere, also sprich vorne, wo das Loch war, also wo jetzt der Anbau hier dran ist, da waren Gitter und da waren halt ursprünglich mal Vögel drin. So, das ist dann ja irgendwann mal nicht mehr gewesen, wo dann der Vorbesitzer, also der Mann von der Frau, die uns das verkauft hat, verstorben ist, wurde das halt umgebaut zu einer Art Wintergarten. So, da uns das aber immer zu heiß ist im Sommer und als eigentlich auch nur vollgerümpelt wird, kann man das durchaus auch als Werkstatt missbrauchen. Genau, deswegen halt dieses Maß. Und weil das da ja alles ziemlich dunkel drin ist, habe ich mir überlegt, okay, da muss jetzt Licht rein. Und da ihr ja schon in den vorigen Sequenzen gesehen habt, Vorsicht, ich mache mal hier das Licht an, wie das Ganze hier flackert. Ich habe mich echt erschrocken, wo ich die Aufnahmen gesehen habe, dass das so krass flackert. Also in echt flackert da ja gar nichts und ja, das geht halt gar nicht. Das habt ihr ja auch schon, oder habe ich auch schon gesehen in dem Video, wo ich die Einhell-Kettensäge angeboxt habe. Das war ja in der Küche und auf dem Display konnte man das da gar nicht so krass sehen, aber ja, das war halt echt blöd. Und ich habe auch gar keine andere Option, ich habe gar keine Glühbirnen richtig mehr, so wie sie früher mal waren. Das heißt, LED-Technik kommt für mich also nicht in Frage, weil ich ja natürlich da auch gerne drin filmen möchte. Ich verspreche mir ja dadurch auch, dass ich flexibler bin, was meine Videos angeht, keine Windgeräusche mehr. Schrauben in der Werkstatt, ordentlich ausgeleuchtet, auch zu Feierabend und solche Sachen. Also das verspreche ich natürlich deutlich, ja, mehr Qualität fürs Film und halt auch für mich komfortableres Film.
Weil sonst bin ich ja immer hier unterm Dach und dann hört ihr ja, ich meine, die Geräusche werden da auch bleiben vom Regen, aber kein Wind und so, ne? So, und weil ja das alles flackert wie Sau da, ich mache das Licht mal aus, damit euch das nicht so krass auf die Augen geht, habe ich mir auf jeden Fall einen ganzen Haufen Neonröhren gekauft. Das sind keine LEDs extra bewusst, das sind ganz normale Neonröhren. Das sind 10 Stück an der Zahl. Und die werde ich jetzt alle in der Hütte, was ist alles Quatsch, aber da sind ein paar auch für hier unter dem Dach und ein paar noch in meiner Werkstatt. Also einen Haufen davon werde ich auf jeden Fall in die Bude verschrauben. Und da fange ich jetzt mit an, weil eigentlich, ihr seht da unten ja die ganzen Bretter liegen. Und das Vierkant und hier das Holz drauf, inklusive den fetten Balken hier und sowas. Das war nämlich mein eigentlicher Plan für heute, für dieses Video. Jetzt gehe ich doch mal in den Regen mit euch. Ich hoffe mal, auf der Linse kommt nichts. Dann will ich das mal so ein bisschen runterklappen. Alter, ist das alles übelst nass. Und zwar soll hier nämlich ein Tor rein, in dem Format wie von dem Carport. Und dafür muss ich halt oben einmal abstützen. Die Scheiben raus, unten die Wände weg, die kleinen. Und dann kommen hier rechts und links Träger hoch, einmal oben abgestürzt mit dem dicken Balken, Pfahl davor, also Tor davor, 3 Meter breit, 2,10 Meter hoch, also reicht nicht für meinen Trecker, aber zumindest reicht es vorerst für den Anhänger zum Beispiel. So, jetzt sind wir hier drin, hier hat man natürlich super viel Licht, fast schon zu viel teilweise. Hört man auch die Geräusche, ist klar, aber wenigstens kein Wind und so. Ja, und hier ist natürlich alles vertefelt. Und ja, da, so sieht das halt aus. Ist natürlich übelst zugerümpelt noch. Mein Motorrad und alles, das kommt alles in die Garage rein. Ja, die Fahrräder und so natürlich auch. Gardinen und so kommen runter. Hier wird eine Werkbank entstehen, war so mein Plan. Hier oben drauf kommt eine Platte, also ich denke mal da oder irgendwie so kommt eine Platte und ja, Platte und da kommt der Kompressor zum Beispiel drauf, ist zumindest jetzt meine Idee und ja, dann kann man ja grundsätzlich noch so ein bisschen was halt oben drauf legen, war so meine Idee, ich meine, das ist jetzt auch nicht hoch, ne? Das ist was nicht, 2,10 Meter hoch oder lass es 2 Meter hoch sein, diese Geschichte hier, also ich kann da ordentlich drunter laufen, aber mehr halt auch nicht. Ist halt auch wieder nur ein Notbehelf, aber er ist kostengünstig zu realisieren, um halt kostengünstig schnell ein einigermaßen gutes Ergebnis zu kriegen. Und hier ist es halt 3 Meter Breite jetzt, was ihr so seht. Und von da bis da sind ja gute 7 Meter. Und hier ist halt auch wieder, weiß gar nicht, wie breit das Ganze jetzt ist, aber hier könnte ich natürlich schöne Werkbank hinmachen, genau in dem Format, so ab der Tür geht es dann dahin. Und da könnte ich da schön meine Werkbank machen vom Fenster. Ja, Schweißgerät und sowas, alles hier in so ein Hochregal rein. Und dann erhoffe ich mir, dass ich ein bisschen besser schrauben kann. Ne? Und eigentlich wollte ich, wie gesagt, jetzt das Tor machen, aber weil das jetzt nicht funktioniert, vom Regen her, baue ich jetzt ein paar Lampen an, dass hier schon mal Licht reinkommt vernünftig. Hier oben sind schon Kabel von der Vorbesitzerin gewesen, die haben sie damals abgenommen, also die Lampen. Da werde ich jetzt Neonröhren reinschrauben, genauso wie da hinten. Und da muss ich nach und nach das ganze Zeug ausmisten. Ein Teil geht auf den Sperrmüll, ein Teil verkaufen vielleicht und ein Teil geht keine Ahnung wohin. Genau. Genug gelabert. Bisschen Schrauben, bisschen Neonröhren anbauen. Auf geht's. Da oben habe ich jetzt gedacht, nehme ich ganz normale Neonröhren, also keine Feuchtraumlampen, weil da oben sind die richtig geschützt. Da passiert nichts dran, da komme ich auch nicht gegen. Alle anderen Positionen bekommen Feuchtraumlampen. Die hier sind sehr günstig für 6 Euro, glaube ich, das Stück zu haben, zu bekommen. Und da sitzen sogar Osram Leuchtstoffröhren drin, also qualitativ noch nicht mal irgendwie schlecht. Ich habe die Dinger auch in meiner Werkstatt schon seit 8 Jahren oder so. Funktionieren super. Genau, und wie gesagt, die Feuchtraumlampen sind halt ja, ein bisschen komplizierter anzubauen, weil halt alles drumherum weggebaut wird. Bei denen ist es alles ein bisschen angenehmer. Da sind sogar Schrauben und Dübel mit bei. Ja, so sehen die von innen aus. Ganz günstig gemacht. Hier ist hinter so einem Deckel eine Lüsterklemme. Kommt von der anderen Seite das Kabel durchgeschoben. Wird festgemacht. Auf Erde wird hier verzichtet an dieser Stelle. Und dann ist das
Hexen, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Es hätte ja auch alles so schön einfach sein können. Ich konnte es mir schon fast denken. Ich weiß gar nicht, wie lang die Röhren sind, 1,20 Meter oder sowas. Passt da natürlich nicht zwischen. So, und jetzt steht es hier natürlich über und da auch. Hängt natürlich voll in der Luft. Das heißt, ich werde jetzt mal eine normale Latte nehmen, die hier draufschrauben. Da wird sie draufgeschraubt und dann kann die Röhre unter die Latte geschraubt werden. Naja, warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Auf 1,20 Meter markiert. Jetzt ein paar mehr von und dann schrauben wir die mal oben fest, gucken, ob es passt. Und weil da oben ja das Kabel durch dieses Holz muss, habe ich hier jetzt markiert, das Kreuz, könnt ihr sehen. Das bohre ich jetzt mit einem 14er Bohrer mit dem Akkuschrauber hier durch und dann kann das da oben dran, das ganze Gebimsel. Ja, sorry für die dunklen Lichtverhältnisse, aber da arbeite ich gerade dran. Gut, an den Akkuschrauber und los. Eigentlich ein Metallbohrer, aber Metall geht ja bekanntlich in Holz, Holzbohrer aber nicht in Metall. Genau. Deswegen mal kurz missbraucht, aber Loch ist drin. Low-Budget-mäßig gelöst. Die erste Röhre hängt. Da ist sie. Das Anschließen habe ich jetzt bewusst nicht gezeigt, weil ich bin kein Elektriker und das ist so ein Thema. Da müsst ihr euch dann andere Lehrvideos angucken. Da halte ich mich raus. Wir können jetzt erstmal probieren, ob das Ding funktioniert. Und jawollo. Da leuchtet sie, herrlich. Ja, perfekt. Das mache ich jetzt da hinten auch nochmal und da und da und da. Ich gucke mal, wie weit ich komme und zeige euch dann gleich das Ergebnis. Jo! Da sind die beiden Lampen, aber weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Gerade Mittag gegessen und irgendwie bin ich heute auch lustlos Jackson. Ich habe überhaupt keinen Bock. Aber auf jeden Fall machen die beiden Kollegen schon ordentlich Licht. Und ich hoffe mal, dass das auch jetzt nicht flackert. Nö, sieht nicht so aus, ne? Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn das flackern würde. Ja, wie gesagt, ich habe heute überhaupt gar keinen Bock. Deswegen lasse ich das auch heute dabei. Und zum Ende des Videos möchte ich mich gerne wieder einmal bei euch bedanken, bei den netten Unterstützern. Und zwar habt ihr wieder ordentlich zugeschlagen auf meiner Amazon-Wunschliste. Und zwar einmal möchte ich mich bedanken bei Holger K555. Der hat mir nämlich dieses nice Teil geschenkt. Und zwar, falls ihr nicht wisst, was es ist, das kommt hier drauf geschraubt. Ist jetzt Folie vor, aber das passt genau. Das kommt hier einfach so drauf. Und da hat man nämlich ein Spannfutter für die Ständerbohrmaschine, das ist, oder Tischbohrmaschine, das ist richtig cool, weil gerade jetzt mit der Werkstatt, so wie ich es halt plane, dass jetzt alles da reinkommt und alles einen Platz hat, Schweißgerät und hin und her, ist das natürlich richtig geil, dann kommt nämlich die auch endlich rein. Und ja, die Hütte ist zwar nicht besonders groß, aber halt dafür nur speziell für den Zweck und deswegen ist das echt super. Kommt mir genau richtig, das Ganze, gerade für die nächsten Projekte, die irgendwann mal kommen. Super, vielen Dank an dich, Holger. Dann hat mir Richard, möge viel Vergnügen mit deinem Geschenk, möge ein schöner Winkel mit dir sein. Und zwar hat der mir
mir so einen digitalen Winkelmesser geschenkt. Richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank, Richard. Dann hat mir Oliver, der Mann, der mir schon öfter was geschenkt hat, wieder einmal, ich weiß es nicht, wo ich es verdient habe, hat er mir jetzt eine Sägekette für die große Solo geschenkt. Richtig cool. Und zwar ist das für das 70er Schwert. Vielleicht kommen dieses Jahr mal ein paar fette Bäume, wo ich die Kette dann nutzen kann. Total cool. Und von Thomas habe ich dieses Schraubendreher-Set bekommen. Auch richtig geil, weil das hat so eine Wandhalterung mit dran aus Kunststoff. Und war auch auf meiner Wunschliste. Und die sind auch super cool für meine neue Werkstatt. Das fand ich schön an, die neue Werkzeugwand. Richtig geil. Und der hat mir einen Zettel dabei geschrieben. Mr. Moin Moto, super tolle Videos. Von dir kann man was lernen. Viel Spaß mit den Schraubendrehern. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Sehr cool, ihr seid auf jeden Fall echt die Geilsten. Und ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Dann, ja, was gibt's sonst? Die Kantholzer habe ich jetzt gestern noch gestrichen. Die kommen ja also rechts und links halt als Balken ans neue Tor. Und sonst gibt's eigentlich nichts weiter Neues. Ja, ich hoffe mal, das gemischte Video hat euch gefallen. Trotzdem nicht allzu viel passiert ist. Ich meine, klar, am Anfang mit Christian noch am Start gewesen. Und jetzt halt mit mir alleine ein bisschen rumdengeln. Aber ja, das Wetter ist halt auch echt nicht cool momentan. Ist halt Herbst, ne? Gut, und sonst? Gibt es sonst irgendwas zu erzählen? Nö, glaube nicht. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Abo wäre cool. Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.